Servus Leute, willkommen zurück zu Alundra. Letztes Mal sind wir weiter durch die Murgwälder gegangen und sind von den Affen gefangen genommen worden und sie haben uns hierher zum Turm des großen Baums gebracht. Wir konnten uns aber befreien aus der Gefangenschaft und jetzt wollen wir uns hier mal umsehen. Ich sehe dich. Na? Oh oh. Warum? Warum nimmst du keinen Schaden, du Affe? Na toll, jetzt? Egal. Eigentlich seid ihr einfach, wie am Anfang in hier Anwesen, Tans Anwesen. Da wart ihr auch so komisch. Oh, davor ein Double. Ihr scheiß Affen. Was für eine stabile Tür. Sieht aus, als könnte man sie nicht öffnen. Wir werden sehen. Hier da rechts war ich. Ich werde sie aber irgendwie anders aufmachen müssen, oder? Jetzt hat diese Musik. Hier muss ich nicht mehr hin, oder? Ja, hier ist dieses komische Tor, das ich noch aktiviert habe. Jetzt muss ich ein paar Gräser ausrotten, damit wir ein bisschen Lebenskraft dazu bekommen. Hier ist der Ausguck, wo ich war. Da rechts war irgendwas. Schalter, den ich nicht aktivieren konnte, war da, glaube ich. Wie lange nicht Lebenskraft, ganz im Ernst. Die Frage ist nur, wo muss ich hier jetzt hin? Oh, jetzt ist wieder alles da. Ist hier irgendwo was? Da links ist was. Ich stelle mich auch natürlich genauso hin, dass sie mich gut treffen können. So, warum mache ich es nicht gleich so? Ihr Affen! Da muss auch was. Achso, da war diese, dieses Esszimmer von denen, oder wie? Achso. Das sah verdächtig aus. Schade. Das Ding steht doch bestimmt nicht umsonst da. Oder doch? Es gab da hinten drin noch irgendwo einen Raum. Da muss ich jetzt wieder zurücklatschen. Ja, ja.
Wie bin ich hier? Da links ist ein Fahrstuhl, sehe ich. Hier habe ich mich schon überall umgeguckt. Bin mir ziemlich sicher, ich war hier schon überall. So komme ich gar nicht mehr rein. Ich wollte gerade schon sagen, hey, ich habe eine Mimik in der Kiste vergessen, aber es ist nur eine Mimik. Wenigstens weiß ich, okay, die Treppe ist da, die merke ich mir mal. Die Treppe da. Ja, Mimik, ich weiß. Gut, du willst jetzt nicht anders. Ja, Mimik, deine Schuld. Du musstest dich unbedingt mit mir anlegen. Ja, du machst so ein Roar. Du machst kein geiles Gelächter. Das ist keine gute Mimik. Jetzt erst da ist gar keine Tür, wo ich hätte lang gehen können. Wenn ich komplett zurückgehe, wo bin ich dann? So, ne, bin ich da links. Bin ich da wieder im Gefängnis? Müsste ihn hier auch irgendwie befreien, aber... Super! Toll! Was für ein Part. Ein reiner Verirrungspart. Nein! Bin ich auch falsch. Hier komme ich auch nicht lang. Da. Nee, der Gang da gerade war richtig. Nein, ich elende Lorenor. Ich hatte so einen guten Lauf in dem Spiel und jetzt das. Ja. Oh, da wird der Hedy sich freuen, wenn er das hier sieht. Dachte sich so die ganze Zeit, nein, wohl fällt nicht. Und jetzt das Lorenoren. Lorenore ich mir den Weg irgendwie zurecht. Gut. Soweit bin ich ja schon mal richtig. Was ist das überhaupt?
Alle. Nein, nein, nein! Das muss doch für irgendwas gut sein, oder nicht? Offensichtlich nicht. Super. Jetzt komme ich hier nicht durch ohne Schaden. Und jetzt bin ich wieder hier. Ein versteckter Weg oder so. Dass man durch diese Grafik nicht sehen kann. Wow, was für ein Fortschritt. Ganz genau 0%. Musik lässt einen durchdrehen. Kann man das schieben? Nee. Die Dinge müssen auch für irgendwas gut sein. Kann ich diese stabile Tür doch irgendwie zerstören? Oh, ich hasse euch Affen. Affenpack. Wow, jetzt weiß ich offiziell nicht weiter. Jetzt könnte man sie nicht öffnen. Hier vielleicht irgendwo nach links und rechts. Wow. Ich versuche gerade ausfindig zu machen, ob hier irgendwas verdächtig aussieht. Dem ist offensichtlich nicht der Fall. Was zum Henker? Thank you.
Ich habe keinen Plan. Zurückgehen ins Dorf und mit irgendjemandem reden. Fuck you! Affe. Na, das hier ist die Tür. Keine Ahnung. Da ich jetzt aber zum Glück diesen Teleportkreis habe, da würde ich den mal nutzen, irgendwie, weiß ich nicht, mit Nava oder was weiß ich wem reden. Weil wenn da schon steht, es sieht so aus, als könnte man sie nicht öffnen, dann hätte ich irgendjemanden um Rat fragen müssen. Nämlich müde. Ich glaube, das merkt man, weil ich nicht mehr so gesprächig bin. So. Ich weiß, ich rede erst mit der unsympathischsten Gurke von allen. Na, Ronan? Kommst, um uns zu retten, oder, Alundra? Wir lebten in Frieden, als wir Götter, zu Götter beteten, aber die Götter haben uns wohl verstoßen und uns die Murkas ewige. Okay, den Text kenne ich schon. Aber wenn der denselben Text sagt, dann werden die anderen wahrscheinlich auch denselben Text sagen. Das wäre nicht gut. Ich hoffe, er spuckt Infos aus. Und ich glaube, nachdem ich hier mit allen geredet habe, werde ich die heutige Aufnahmesession beenden, weil ich bin doch müder, als ich dachte. Okay, wenn du schon nichts Neues sagst, dann sagt ihr wohl alle nichts Neues. Dann werde ich runter zum Strand gehen und mal nochmal kurz mit Nava reden. Vielleicht hat der bessere Informationen. Und wenn nicht, dann. Ich habe alle Kräuter gut. Dann lass es bleiben. Erstmal. Der Moment, Wahrsagerin. Ja, du wirst mir wahrscheinlich zeigen. Ja, geh zum Baum da. Ich meine, das mit dem Baum, das weiß ich auch. Aber egal, ich habe mehr als genug Geld. Ich kann ruhig was ausgeben. Meine grüne Umgebung lebt ein weißes Monster. Ich fühle, wie die Dunkelheit nach diesem Monster greift. Na komm. Jetzt zeigst du mir wahrscheinlich den Baum, oder? Ja. Das dachte ich mir. Die beiden geraubten Lichter werden im nordwestlichen Wald versteckt und geben von großer Gefahr. Danke, jetzt hast du mir zwar Gold abgeknöpft, aber egal. Das heißt, ich muss irgendwie durch diese Tür kommen. Wie? Ich kann sie nicht einschlagen, ich kann sie nicht wegbomben, ich kann sie nicht abfackeln. Wie werde ich diese Tür los? Ich will jetzt mal meinen Kumpel Nava besuchen. Bin ich glaube falsch.
Achso, nee, da rechts war dieser Captain, der mir alles für 10.000 Dollars verkauft will. 10.000 Gulden. Hier war Nava. Hast du noch irgendwelche Informationen? Was da so eine coole Musik läuft? Mülzers hat die Murk schlauer gemacht. Es wäre falsch, ihre Stärke oder ihre Gerüste nicht zu unterschätzen. So vorsichtig, Alundra. Ja, lässt du mich hier nicht mal durch? Ich will wissen, was in deinem Weinkeller ist. In deinem Pornokeller. Aber gut. Scheint wohl nicht allzu viel gebracht zu haben. Also gehe ich jetzt nochmal zurück zum... Kann ich das verschieben? Nee. Gehe jetzt nochmal zurück zum Steintor und werde da speichern und beenden. Und dann können wir uns nächstes Mal hoffentlich genauer umsehen, weil entweder war ich gerade blind oder ich habe irgendetwas ganz Offensichtliches übersehen. Wahrscheinlich lachen schon alle, weil sie es wissen. So, haha, Wolf hat das und das übersehen. Guckt ihn euch an, wie er Loren dort durch die Gegend. Hahaha. Ha, ha. Ja, hahaha. Ha, ha. Den Baum, ne. Naja, immerhin bin ich heute durch die Murkwälder gekommen, das ist ja schon mal was. Das ist schon mal ein minimaler Erfolg heute. Das ist heute innerhalb der letzten, ich glaube, 2 Stunden oder so. Das haben wir jetzt gerade 0.08 Uhr, also ist es nicht mehr heute. So. Wird hier gesaved und beim nächsten Mal schauen wir uns ein. Ja, nochmal um. Das war Alundra. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.